sind natürlich alles ganz tolle Stücke, die wir singen dürfen. Also von Purcell zu Bach natürlich ein ganz tolles Werk. Dann die Tellis-Lieder, die im Ensemble auch ganz speziell zu erarbeiten sind, weil sie sehr viele Feinheiten und sehr gutes Hören erfordern. Und das gefällt mir immer sehr gut, wenn man im Ensemble wirklich sich total integrieren kann und mit den anderen Stimmen zusammenarbeiten kann, dass der Klang wirklich perfekt wird. Wir dürfen ein Programm auf unserer CD vorstellen, das so viele Facetten in sich vereint. Von Bach, einem Meisterwerk mit Jesu meine Freude, den Bogen schlagend, bis zu dem neuen Stück von Kevin Hartnett, das in seiner sphärischen, meditativen Art ganz andere Einflüsse auch mit einbaut und transportiert. Also über Kevin Hartnetts Stück kann ich sagen, dass mir das Stück erstmal wahnsinnig gefällt. Also ich finde, es hat unglaublich viele Welten, die da zum Tragen kommen. Die Klangwelten, die sich da eröffnen, sind komplett neu und wahnsinnig spannend. Und auch es entfaltet sich sehr viel, so ein Blumenbouquet von Musik an Harmonien nacheinander und hat bestimmt einen wahnsinnig hohen Wert nachher auf der CD. The text of De Profundis is drawn from the seven penitential psalms. 12 fragments are used, and each of the four sections of the vocal ensemble sing three of these fragments. So what it becomes, instead of a setting of the text, it becomes a meditation on these psalms. If I had to sum up the piece in one word, I would use the word movement. Movement from light to dark, from despair to hope, from the depths upward. The pieces on this program, in a way, are all about that, either internally or as a whole. And that is something that I tried to capture in this piece. Alle Stücke sind im Prinzip über Themen aus der Passionszeit inhaltlich miteinander vereint. Und trotzdem gibt es nicht ein Wort, das alles beschreiben würde, außer vielleicht zum Programm: Es ist wunderschön.